Good evening and welcome to tonight's episode of Life at Mochers. It's time to sit back and relax to the Lukas Heideprin Trio. Lukas Heideprin at the grand piano, Florian Döhling on acoustic bass, and Michael Heideprin on the drums. Thank you.
Hallo liebe Zuschauer, wir wollen euch willkommen heißen beim Live at Mochers Volumen 77. Wir sind in sehr guter Stimmung, wir haben hier eine ganz hervorragende Location, in der wir einen ganz tollen Flügel hier haben und ein ganz unglaublicher, freundlicher und netter Gastgeber. Patrick Tombert. Wir werden euch jetzt durch den Abend hier führen mit meiner Musik, die meistens von mir geschrieben ist. Das erste Stück ist ein Stück Elemental Soul 2. Das ist ein Stück, was ich aus verschiedenen früheren Stücken zusammen gebaut habe und ja, so ein neues Stück entstanden ist. Elemental Soul. Das nächste ist ein Stück, unser einzigster Standard, Old Folks. Thank you.
Ja, auch von meiner Seite aus einen wunderschönen guten Abend. Ich freue mich sehr, dass ich hier neu in diesem Trio mit den beiden zusammenspielen darf, Vater und Sohn. Und gerade eben der Standard wunderbar. Ich glaube, ich bin etwas zu früh. Ich hoffe. Gut. Dann kommt jetzt als nächstes Belice. Etwas zu früh mit der Ansage. Belice, das ist ein Strand in Portugal. Und vielleicht war der eine oder andere schon da. Und was ich noch abschließend erwähnen möchte, wir würden uns riesig freuen, wenn ihr den PayPal-Button benutzen würdet und uns hier und die fantastische Arbeit von Patrick unterstützen würdet. Herzlichen Dank. Thank you.
So, jetzt das Ganze nochmal an der richtigen Stelle. Ja, wir freuen uns sehr, hier zu sein. Das sagte Lukas bereits. Und ich freue mich besonders, in dem Trio mitspielen zu dürfen seit kurzer Zeit. Gerade eben, wie gesagt, Belice, der Strand in Portugal, der unsere Sehnsüchte entfacht hat in diesen kalten Wintertagen. Ja, und nochmal die Bitte an euch, wenn es euch gefällt, sehr gerne eine Unterstützung per PayPal-Link unten. Und es geht weiter mit Zest for Life. Thank you.
ein Stück Zest for Life. Das gibt es auf meiner aktuellen CD Silent Life, die man im Netz bestellen kann. Würde mich auch sehr freuen, wenn mal einer mit einem CD kauft. Gut, das Zest for Life war einer unserer Hits. Es kommt ein etwas nicht so hitmäßiges Stück, das ist ein sehr ernstes, aber ganz ruhiges Stück. Quiet, Ruhe. Prost. Thank you.
Eine Nummer noch, oder? Wie viel Zeit haben wir noch? Nummer noch eine. Ich mach jetzt Intro, gell? Davor? Du. Sag ich noch was? Du. Ja. Und der Michael noch. Erst ich. Gut. Okay, also, es war uns eine sehr große Freude und ein Riesengenuss, hier zu, in diesen Wahnsinnsumständen hier, in diesem Flügel, in diesem Wahnsinns-Internationsbass. Ja, wahnsinnig. Und mein Sohn am Schlagzeug, das ist alles unglaublich eigentlich für mich, weil vielleicht Eingeweihte wissen, dass ich eigentlich Posaunist früher war, bis zu meinem 34. Lebensjahr, und ich habe dann mit 34 angefangen, mit Klavier zu studieren, und das geht bis zum heutigen Tag, wo ich wirklich kämpfe mit diesem Klavier auch, weil es ist eine Wahnsinnsüberei und so weiter, wenn man so spät anfängt mit 34, ist das eigentlich furchtbar, eigentlich. Aber man muss ja irgendwas zu tun haben, gell? Und jetzt höre ich am besten auf, weil der Michael schon wieder meint, ich fange ja schon an. Also ich möchte mich auf jeden Fall bei meinen Mitmusikern sehr bedanken, vor allem bei meinem Sohn, der immer zu mir gehalten hat und hier mir die Stange hält. Michael Heidebrehm am Schlagzeug. Jetzt fehlt noch der Applaus, das ist schon komisch. Und der Florian Dölling, auch aus Freiburg. Dölling. Sind alle. Dölling. Ja, ja, alles gut. Okay, wir sind alle Freiburger, muss man auch wissen, gell? Das ist wichtig. Gut, das letzte Stück, Risale Drisk, ist auch ein Stück von mir, das gibt es auch auf meiner neuen CD, das Ergebnis des Risikos. Und nächste Woche geht es hier weiter bei Live at Mochers Volume 78 mit einem schlagzeuglosen Trio um Michael Erian am Saxophon, Jakob Franzen an der Gitarre und Jens Loh am Bass. Viel Spaß damit und viel Spaß mit dem letzten Stück. Ich mache Intro.